Mit Blick auf den verborgenen Eingang zur Diebesgilde begrüßt ihr euch zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim in der Diebesgilden-Quest-Reihe. Wir haben im letzten Mal eine richtig epische Rüstung bekommen, damit habe ich auch meinen Thumbnail gleich gestaltet. Und zwar die Nachtigall. In Rüstung sind jetzt offiziell eine Nachtigall. Und unsere aktuelle Questliste geblendet. Ah, genau, wir müssen jetzt zu dieser Zwergenmine reisen, Irkentand. Das werde ich auch so gleich mal tun, um uns dort mit den anderen beiden Nachtigallen zu treffen und Mercer frei zur Strecke zu bringen, weil das ist ja essentiell wichtig. Denn hier war ich, glaube ich, schon. Ah, war das nicht der Eingang da oben, wo ich nicht reingekommen bin? Ist das aber eine Über... Hier drüben! Das war ja eine schwache Leistung. Ihr seid schwach, Sterblicher. Ja, was haben wir denn seit dem letzten Mal Schönes getrieben? Oh ja, Baby. Was ist das? Wäre ich hier nie gewesen. War hier aber definitiv schon, das weiß ich noch. Und, tada! Jetzt laufen die in ihre eigenen Fallen. Ja. Nee, weißt du, hier ist niemand. Ah. Ich habe ja gerade ein Zielwasser drauf, hä? Ne, da. Ja, das war schon echt ein Trauerspiel, mein Freund. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, weil ich bin mir sicher, dass ich hier schon war, weil entdeckt habe ich es ja. Deswegen, und immer wieder alles, was ich entdecke, erkunde ich auch, soweit ich das vermag. Was ist denn jetzt der Rest von der ganzen Brut hier? Ja, wir haben herausgefunden, dass in Wirklichkeit nicht Kalia die Verräterin ist, sondern der Mercer. Den müssen wir jetzt natürlich zur Strecke bringen. Hey, woher hat er ein Nordschwert? Er hat irgendein Flammenschwert? So. Das hier machen wir mal auf, dass wir da dann auch wieder rauskommen. Ja, die haben jetzt irgendwie nicht mehr diese Stahlplattenrüstungen, die die Banditenanführer sonst haben, sondern die haben jetzt immer diese alte Nordrüstung hier, die es ja auf Solstheim gibt. Das finde ich recht witzig. Das war ja bei den Vampiren auch so. Die Vampire hatten vorher immer so Magierroben an. Und dann hatten sie ja so eigene Vampirrüstungen, als ich mir dann das Dawnguard-Addon geholt habe. Ich habe jetzt übrigens vorhin sehr viel... Ich habe, glaube ich, den halben Tag jetzt Assassin's Creed 3 gespielt. Ein richtig schönes Spiel. War ja in diesem Steam Summer Sale für 17,99 €. Also irgendwie für, glaube ich, ein bisschen mehr als 50% reduziert. Und da musste ich einfach zuschlagen. Damals. Und seitdem spiele ich das. Und ich finde, es spielt sich richtig geil. Aber dann habe ich zwischendrin immer mal wieder so das Bedürfnis. Jetzt ist hier eine... Das war aber vorher nicht so. Ich hab auf jeden Fall mal wieder das Bedürfnis gehabt, aufzunehmen, Skyrim aufzunehmen. Ja. Und deswegen mache ich das jetzt. Arcanex von Irkentante. Ja, sprich mit Kalir. Muss uns natürlich lautlos fortbewegen.
Oh. Okay. Vorher kam man hier nämlich nicht rein. Da stand, es ist ein Schlüssel erforderlich. Und dann war für mich eigentlich klar, dass man hier eigentlich nur während einer Gilde reinkommt. Und da habe ich mich wieder erinnert, weil ich habe ja die Questreihe von der Diebesgilde schon mal gespielt. So. Okay, hat Kalir die alle abgeschlachtet. Jetzt schon eine Belohnungstruhe. Ah ne, die muss man aufschließen. Und Stufe 98 im Schloss knacken. Jawoll, ja. Ich nähere mich mit... Oh, Jagdbogen der Seelenschlingen. Cool. Brauche ich aber nicht. verdammt mich doch. Ich nähere mich mit großen Schritten der Stufe 63 und damit habe ich meinen alten Nordcharakter überholt, den ich mir beim ersten Spielstand hatte. Der ist nämlich Stufe 62 gewesen und dann hat Steam einfach mal zwischendrin gemeint, ja, du brauchst jetzt deinen Charakter nicht mehr und hat meinen kompletten Spielstand gelöscht. Und deswegen habe ich ja letzten Endes, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, deswegen habe ich das ja... Habe ich das ja letzten Endes angefangen, das Let's Play, weil ich mir dann gesagt habe, ja gut, ich spiele erst das Spiel durch und dann mache ich das Let's Play. Aber da kamen ja dann auch noch die, die Add-ons, Dawnguard, Dragonborn, Hearthfire. Ja. Und dann war es ein Must-Have. Und ein Must-Let's Play. Ah, wieder Zwergenöl zum Einölen. So, wo ist denn Kalir? Ich sollte zwischendrin immer mal wieder speichern. Das ist was, was man ganz gerne mal vergisst, wenn man so Spiele spielt, die automatisch, den Save für einen machen. Okay, das werden mir jetzt zu viele Sphären. Deswegen, bist du nicht cool, hä, mit deiner Armbrust? Ich habe auch eine. Und zwar die gleiche wie du. Schießt er mit Brandpfeilen rum? Oh, mehr Öl. Bringt Holz und Öl. Ja, ich würde sagen, this was it. Ja. So. Und wie immer, Metalle brauche ich eigentlich nicht mehr, weil, ja. Ich hole mir, ich glaube, da kommt gleich wieder was. Mal lieber noch einen Dremora-Fürsten holen. Dachte ich mir doch fast, dass da noch was kommt. Ich bin ja gespannt, ich kann mich nicht mehr so wirklich an die Questreihe erinnern. Ich bin ja gespannt, ob wir einen Mercer finden. Ah Mann, nerviges Viehzeug hier. Oder ob der uns nochmal von der Schippe springt. Das weiß ich jetzt gerade überhaupt nicht mehr. Naja, wir sehen ja dann, was...
wie das Ganze hier ausgeht. Wahrscheinlich werden wir getötet und ja, dann war es das sowieso. Ach komm. Es freut mich übrigens, dass wir im Schlossknacken schon fast Level 100 sind. Das finde ich richtig geil. So, nochmal Save it easy machen. Hätte die mich eigentlich nicht am Eingang treffen können oder so? Essenz der Stärke. Ah, eine Truhe. Mit einem Diamanten. Sehr schön. Genau das, was ich mir erhofft hatte. So. Jetzt aber mal weiter hier. Ich hatte heute derbe Kopfschmerzen. Ihr müsst mir entschuldigen, wenn ich etwas weniger jetzt hier Palaver halte. Aber ich habe so ein Paracetamol geschluckt, das gegen Fieber und Kopfweh und, oder Schmerzen aller Art hilft. Und ich bin jetzt irgendwie etwas auf Droge. Ah, da sind sie ja, die beiden. Hallo. Mercer ist hier gewesen. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Diese Banditen da hinten, Punkt, Punkt, Punkt. So haben Brynjolf und ich sie gefunden. Mercers Werk. Wir müssen zu ihm aufschließen, bevor es zu spät ist. Okay. Ich bin bereit. Wir sollten vorsichtig vorgehen. Ich würde mich nicht wundern, wenn er uns noch ein paar Überraschungen hinterlassen hätte. Ich würde eher sterben, als Mercer die Edelsteine zu überlassen. Okay. Übertreiben muss man es ja auch nicht, Leute. Na, fehlt den Fallmeeren auch der Geruchssinn? Hier stinkt es. Das kann ich jetzt Gott sei Dank nicht riechen, da es nur ein 3D und kein 4D-Spiel ist. Schwarzdornmet. Nehmen wir mal mit. Ah, hier verbergen sich wieder einige Gegenstände für unsere Truhen daheim. Ah, das lässt sich alles wieder wunderbar verkaufen. Ich will so ein Ding eigentlich mal mitnehmen. Das geht nicht. Oh yeah. Dafür liebe ich die Zwergenminen einfach. Vor allem, was die Falmer draus gemacht haben. Moment mal. Was ist das? Es ist Mercer. Seht, da unten. Ich kümmere mich darum, Mädchen. Hä? Was? Wo? Verdammt, wir kommen nicht durch. Ja, was hast du denn gedacht? Wir müssen schön den regulären Weg gehen, meine Lieben. Okay, jetzt hier schön auf Fallen aufpassen, Leute. Schaut für mich mit. Ich habe jetzt keine Lust, die ganzen Eier hier zu plündern. Ich mache ja eh keine Alchemie, so wie es eigentlich mal... Daneben, daneben. Alter, hält der viel aus. Aber echt, möge euch die Dunkelheit verschlingen, Kriegshetzer. Deinen Bogen hätte ich gerne auch mal, der sieht richtig geil aus. Verhaltet euch so still, wie ihr könnt. Die Fallmeer mögen blind sein, aber... Ah! Wir können uns immer noch hören. Sammle Falmerblut. Sehr nice. Ich glaube, das war eh das letzte jetzt. Damit können wir die Septimus-Quest-Reihe auch demnächst mal zu Ende bringen. Wie groß das ist. Habt ihr so etwas schon mal gesehen, Mädchen? Eigentlich nicht. Stellt euch nur die verborgenen Reichtümer in diesen Mauern vor. Ja, ein paar davon grabe ich gerade aus. Nur Gifte. Das haben die Falmer ja perfektioniert.
So, schön sneaky hier unterwegs sein. Ein Expertentor. Ja, so macht man das nicht. Ein guter Dieb ist da besser drin eigentlich. Ich werde hier schon noch zum Meisterdieb. Das hat dem nicht mal was gegeben.